Hallo liebe Freunde, heute begrüße ich euch ganz herzlich zur Rubrik Herzensbildung. Ich hatte ja angekündigt, auch unter dieser Rubrik einige Videos zu veröffentlichen. Worum geht es in der Rubrik Herzensbildung? Um Moral, um, wie soll ich sagen, Anforderungen an richtige Entscheidungen, an bestimmte Prinzipien, an die man sich vielleicht halten sollte, wenn man zusammenlebt. Also Herzensbildung ist der Oberbegriff im Grunde genommen für richtiges Verhalten im Alltag und auch grundsätzlich. Heute habe ich mir überlegt, unter der Rubrik Herzensbildung eine Frage zu stellen bei der Bewertung von Entscheidungen, auch bei eigenen Entscheidungen, die man im Leben täglich zu treffen hat. Kommt es darauf an, ob der Erfolg einer Handlung, die man vornimmt, gut ist und positive Ergebnisse erzeugt? Oder kommt es eher auf die innere Motivation, auf die Gesinnung an, die man mit einer bestimmten Handlung verfolgt? Beides will ich euch ein bisschen an Beispielen verdeutlichen und auch, ich versuche euch auch näher zu bringen, wie das im praktischen Leben dann Auswirkungen haben kann, je nachdem für welche, wie soll ich sagen, für welches Prinzip man sich entscheidet bei seinen einzelnen Handlungen. Das ist natürlich nun nicht täglich im Alltag relevant, aber manchmal ist man doch als Mensch vor grundsätzliche Entscheidungen gestellt, die einem vielleicht auch manchmal den Schlaf rauben und man sich dann überlegt, wie soll ich mich entscheiden, und da kann vielleicht einfach ein Wissen, eine Kenntnis um bestimmte Prinzipien von Entscheidungsfindung und Bewertung von Entscheidungen, auch eigenen Entscheidungen, Hilfestellung bieten. Ich will euch zur Einführung und zur Verdeutlichung, dass es nicht ein rein abstraktes Thema ist, sondern im Grunde genommen auch ein Thema, das täglich auf vielen Ebenen des täglichen Lebens eine Rolle spielt, ein kleines Video zeigen. Und zwar, vielleicht erinnert ihr euch noch, im Herbst und Winter letzten Jahres hatten politische Parteien hier in Deutschland eine Verabredung versucht hinzukriegen zur Bildung einer großen Koalition. Mehrere Parteien wollen zusammen kooperieren, um eine Regierung zu stellen. Das waren damals die Grünen, die FDP und die CDU. Und diese Verhandlungen, die sich über mehrere Wochen hinzogen, endeten letztlich damit, dass die FDP eines Tages sagte, nein, mit uns geht das nicht, wir müssen zu viele unserer hehren Prinzipien opfern, wenn wir in diese Regierung eintreten wollen, sozusagen. Wir müssen zu viele Kompromisse schließen, wenn wir regieren wollen. Und ich will euch hier mal einige entscheidende Sätze aus der damaligen Pressekonferenz, als die Entscheidung der FDP, der Liberalen, gefallen war, nicht in die Regierung einzutreten. Und zwar ist das Christian Lindner, der Chef der Freien Demokraten. Und ich will euch mal ein bisschen was aus der Pressekonferenz vorspielen. Das ist also Herr Lindner, wie er aus dem Sitzungssaal, wo sich die Parteien nächtelang, tagelang und nächtelang unterhalten haben über das, was Inhalt der neuen Regierung sein soll, der Politik der neuen Regierung. Und er tritt vor die Kamera und sagt, ich versuche es mal ein bisschen lauter zu machen. Wir haben als Freie Demokraten in den zahlreiche Angebote zum Kompromiss unterbreitet, unter anderem ganz zu Beginn in der Steuerpolitik, in der Europapolitik, in Fragen der Einwanderung und in der Bildungspolitik. Denn wir wissen, dass Politik vom Ausgleich lebt, und mit knapp 11% kann man nicht den Kurs einer ganzen Republik diktieren. Unsere Bereitschaft zum gemeinsamen Handeln zeigen wir übrigens auch in Regierungsbeteiligungen in den Ländern mit Union, mit SPD und mit den Grünen. Nach Wochen liegt aber heute unverändert ein Papier mit zahllosen Widersprüchen, offenen Fragen und Zielkonflikten vor. Und ich spule jetzt mal vor, der Kernsatz, der heute für unser
Thema von besonderer Relevanz ist, kommt relativ am Schluss. Ich versuche das mal einzufangen. Wir werden unsere Wählerinnen und Wähler nicht im Stich lassen, indem wir eine Politik mittragen, von der wir im Kern nicht überzeugt sind. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Das ist im Grunde genommen der Kern aus, die Kernaussage eines ethischen Problems bezogen auf einen ganz konkreten Fall. Ähnliche Problematiken haben wir zum Beispiel, ich bleibe jetzt auf der Ebene der Politik, aber die stellen sich auch im täglichen Leben. Ähnliche Probleme hatte zum Beispiel die SPD. Vor kurzem musste die SPD in einem Mitgliederentscheid entscheiden, will sie in die Regierung eintreten, akzeptiert sozusagen die, wie soll ich sagen, die Mitgliedschaft der SPD, die ganzen Mitglieder, akzeptieren die das, was ausgehandelt wurde, als hinreichend, um in eine große Koalition mit der CDU-CSU in Berlin einzugehen. Und auch hier gab es innerhalb der SPD Opposition, die sagte, wir müssen zu viele Kompromisse anstellen, wir müssen uns zu sehr verbiegen, wir werden unseren Prinzipien untreu, deshalb sollten wir gar nicht erst in die Regierung gehen, sondern aus der Opposition heraus unsere Thesen vertreten, unsere Anliegen versuchen durchzusetzen oder zumindest zu Gehör bringen. In der großen Koalition müssten wir zu viele Kompromisse machen. Auch die SPD war ähnlich wie die FDP eben vor die gleiche Frage gestellt. Kommt es also auf die Motive an oder kommt es auf die Gesinnung an, die man vertritt, oder kommt es auf den Erfolg an? Jetzt im konkreten Beispiel mit der FDP. Sie hätte natürlich in der Regierung bestimmte Anliegen durchsetzen können, hätte dafür aber auch einige saure Kröten schlucken müssen, Kompromisse machen müssen, Dinge mit verantworten und vertreten müssen, die eigentlich nicht ihrem inneren Sinn und Zweck entsprechen, ihrer Motivation, Politik zu machen, zuwiderlaufen und im Grunde genommen gegen ihre eigenen Interessen verstoßen, um bestimmte andere Sachen eben durchzubringen. Und diesen Zwiespalt, kommt es auf den Erfolg an oder kommt es auf die Gesinnung an, mit der ich bestimmte Handlungen vornehme, also zum Beispiel in die Regierung eintrete oder eben nicht eintrete, das ist unter dem Begriff Gesinnungsethik oder Verantwortungsethik zusammengefasst. Das ist also ein Begriffspaar, welches verdeutlicht diesen Zwiespalt, in dem jede Person, jede Partei, jede Institution, eigentlich jede Gruppe, jede Einzelperson, die Entscheidung zu treffen hat, sich täglich stellt oder stellen muss, betrachte ich als Beurteilung meines eigenen Handelns eher den Erfolg für ausschlaggebend oder kommt es sozusagen auf die Reinheit meiner Motive, auf die Reinheit meiner Gesinnungen an? Ich will gleich einige prominente Beispiele dafür bieten. Jedenfalls auf den Begriff gebracht, so heißt es immer, wenn man, wie soll ich sagen, eine Gedankenkonstruktion, ein Problem richtig erfasst hat, durchdacht hat, und dafür dann bestimmte Worte gefunden hat, dann nennt man das auf den Begriff bringen. Und Max Weber, so heißt der Mann, der hat es auf den Begriff gebracht, eben der Zwiespalt oder die Frontstellung zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. Ich möchte euch hier jetzt ein Bild zeigen von Max Weber. Dazu müssen wir natürlich an den Fluxfabulator zurückgehen in der Zeit, beziehungsweise so gesehen nach vorne geht in der Zeit. Wir hatten in der letzten Sendung behandelt Alexander der Große, Aristoteles, sein Lehrer, der zum Losverfahren als demokratisches Prinzip Stellung genommen hat und dieses verteidigt hat. Wir haben gesehen Ptolemäus der Erste, ein General Alexanders des Großen, der sich Ägypten unter den Nagel riss und deshalb sozusagen der Urahn von Kleopatra war, auf die Julius Caesar am Ende der Römischen Republik gestoßen ist, als er seinen Widersacher Pompeius nach Ägypten verfolgte. Lassen wir jetzt sozusagen die Antike hinter uns
Und bewegen wir uns in die Neuzeit hinein, wir wandern auf dem Zeitstrahl immer entlang. Wir wandern durch die verschiedenen Zeiten von Mittelalter über Renaissance, über die beginnende Neuzeit, die Aufklärung. Wir begegnen dann hier ganz kurz, bevor wir auf unsere aktuelle Epoche aufschlagen, Johann Sebastian Bach, 1685 bis 1750, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, Barockmusik, Kontrapunkt, Polyphonie, er traf Friedrich II. Von Preußen und wir sind nun im Jahre 1864 bis 1920 lebte Max Weber. Max Weber, ich klammer das mal hier an, hier ist ein Bild von ihm, im Jahre, ich glaube, ungefähr 1919. Max Weber war ein Professor und war damals ähnlich wie heute die FDP, war er in einer ähnlichen Partei engagiert, den damaligen Liberalen. Er war ein Professor und er schrieb an einem 1919, kurz nach Ende des Ersten Weltkriegs, hielt er vier Reden. Diese vier Reden sind sehr bekannt geworden unter dem Begriff der Veröffentlichung dann später, und zwar Politik als Beruf. Und in einem dieser Vorträge, vier Vorträge sind in diesem Buch zusammengefasst, ich hoffe, man kann das jetzt so halbwegs erkennen, Max Weber, Politik als Beruf, und er hat da in einem dieser Vorträge Stellung genommen zu der Frage, an welchen Prinzipien sollte sich eigentlich ein Politiker ausrichten. Und dafür hat er eben das Begriffspaar Verantwortungsethik oder Gesinnungsethik und Gesinnungsethik gefunden. Er hat dabei, weil er eben auch als Politiker in der damaligen liberalen Partei, gewissermaßen dem Vorgänger der FDP, tätig werden wollte, wusste er natürlich ganz genau, als er damals aufschrieb, an welchen Prinzipien sollte sich ein Politiker orientieren, wusste er natürlich ganz genau um die Vorgeschichte der Liberalen. Und damals, 1919, stellte sich für die damaligen FDP, für die damalige FDP die Frage, sollte sie sich an einer Regierung beteiligen oder sollte sie in die Opposition gehen und ihre Grundprinzipien aufrechterhalten? Oder, wie gesagt, sollte sie in die Regierung gehen und manche ihrer Meinungen, manche ihrer Positionen aufgeben, dafür aber die Gewähr haben, dass in bestimmten Bereichen sie ihre Interessen durchsetzen kann. Da ging es schon 1919 drum, 2017 ging es bei der FDP ganz genau um die gleiche Frage. Und er wiederum erinnerte sich auch an einen Vorfall, den die liberale Partei, die FDP der damaligen Zeit, bereits 1860 schon beantworten musste. Nämlich, es ging 1860 unter Kaiser Wilhelm I. in Preußen bereits um die Frage, beteilige ich mich an einer Regierung, deren Entscheidung am Schluss in Kompromissen bestehen wird, oder bleibe ich außerhalb, kann meine Interessen nicht durchsetzen, dafür aber behalte ich sozusagen die Reinheit meiner Ideen und kann in der Opposition diese Ideen vollumfänglich, wenn nicht umsetzen, so doch zumindest in die Öffentlichkeit bringen. Und zwar 1860 im sogenannten preußischen Verfassungskonflikt ging es letztlich darum, dass Wilhelm I. von Preußen eine Heeresaufstockung machen wollte. Und diese Heeresaufstockung kostete natürlich viel Geld. Wenn ich Kanonen kaufen will, Soldaten rekrutieren will, wenn ich die Dienstzeit von 2 auf 3 Jahre erhöhen will, dann kostet es natürlich den Staat sehr viel Geld. Und damals gab es bereits schon ein Abgeordnetenhaus, eine Art Parlament, und die hatten das sogenannte Haushaltsrecht. Die konnten also Gelder bewilligen oder verweigern. Und in dem konkreten Fall verweigerte das Abgeordnetenhaus, das preußische Abgeordnetenhaus, aus diversen Gründen die Zustimmung
zu Geldausgabe für die Heeresaufstockung. Dieses Abgeordnetenhaus, und da will ich kurz auf das eingehen, was ich in der letzten Sendung zu der Tatsache gesagt habe, dass es in Deutschland schon mal eine Demokratieform gab, bei der die Armen nur ein Drittel oder weniger der Stimmrechte hatten als die Reichen bei der Wahl zu ihrer Regierung. Darauf will ich kurz eingehen. Das ist nämlich das sogenannte preußische Dreiklassenwahlrecht. Dieses war Grundlage für die Wahl zu diesem Abgeordnetenhaus, das jetzt sozusagen den Zwergenaufstand gegen den König Wilhelm I. von Preußen wagte. Und zwar war dieses Abgeordnetenhaus so zusammengesetzt nach preußischem Wahlrecht, dass zum Beispiel 1919 4,4% ein Drittel der Abgeordneten wählten, 18,8% das zweite Drittel und 79,8% aller Bürger das dritte Drittel wählten, nämlich es wurde verteilt nach Steueraufkommen. Das heißt also, 79,8% aller, wie soll ich sagen, armen Bürger wählten lediglich ein Drittel, 33% des Parlaments. Und umgekehrt 4,4% der Bürger, also die sehr, sehr reichen Bürger, wählten ebenfalls ein Drittel des Parlaments oder der Parlamentsabgeordneten, sodass man letztlich sagen konnte, eine Stimme eines Reichen zählt das Vielfache wie die Stimme eines Armen. Jedenfalls, bereits 1860 bzw. 1861 war die liberale Partei vor die Frage gestellt, stimmt sie der Heeresreform zu, bewilligt sie die Gelder für den König, damit dieser mehr Soldaten, mehr Kanonen einkaufen kann, bezahlen kann, hat dafür allerdings weiterhin die Möglichkeit, durch Stellung von Regierungsmitgliedern Einfluss auf ihre sonstigen Anliegen zu nehmen und diese dann durchzusetzen. Oder aber, sagt sie, diese Heeresreform, die ist so gegen die Prinzipien unserer Partei, so gegen den Strich von dessen, was wir umsetzen wollen als Partei, dass wir lieber rausgehen aus der Regierung, verzichten auf die Umsetzung von sonstigen Anliegen, die wir haben und sagen, nein, der Preis ist uns letztlich zu hoch, um diese anderen Anliegen durchzusetzen. Und der Preis besteht eben in der Zustimmung zur Heeresreform. Daran erinnerte sich Max Weber 1919, als wiederum er als Mitglied einer liberalen Partei vor die Frage gestellt war, soll man sich an einer Regierung beteiligen? Der Erste Weltkrieg war gerade zu Ende. Der ging von 1914 bis 1918. Also 1919 stellte sich die liberale Partei wieder die Frage, Regierungsbeteiligung ja oder nein. Und da schrieb eben, oder da hielt eben Max Weber seinen Vortrag, an was für Prinzipien soll sich eigentlich ein Politiker ausrichten. Und er stellte dann eben, wie gesagt, zwei Begriffe gegeneinander, Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. Die Gesinnungsethik kann man zusammenfassen in einem Satz, und zwar: eine Handlung wird an der Gesinnung und nicht ausschließlich an den Folgen beurteilt. Während die Verantwortungsethik sagt, eine Handlung wird ausschließlich an den Folgen, die eine Handlung hat, gut oder schlecht, beurteilt. Man kann das ganz konkret jetzt auf die heutige Zeit bezogen verdeutlichen an zwei Beispielen. Zum Beispiel die Zeugen Jehovas, eine Religionsgemeinschaft. Die Zeugen Jehovas verweigern die Blutspende. Das heißt, ihr Grundprinzip ist, Blutspenden ist schlecht. Und sie verfolgen dieses Prinzip unter Inkaufnahme des Todes sogar von nahen Angehörigen. Das heißt, wenn ein Onkel, Bruder, ein Kind, wenn Eltern tatsächlich Blut benötigten von nahen Verwandten und ich glaube auch Organspenden, und darauf bezieht sich das auch, dann würde ein Zeuge Jehova sagen, sie werden dieses nicht durchführen, selbst unter Inkaufnahme des Todes des nahen Verwandten. Die Zeugen Jehovas wurden im Dritten Reich auch ganz übel verfolgt, ähnlich wie Juden und Zigeuner.
Ein anderes ganz, ganz aktuelles Beispiel ist § 14 Luftverkehrsgesetz. Hört sich jetzt alles fürchterlich technokratisch an, aber tatsächlich infolge des terroristischen Anschlags auf die Twin Towers in New York, ihr erinnert euch wahrscheinlich, als die Terroristen Flugzeuge kaperten und diese Flugzeuge in die Wolkenkratzer in New York jagten und dabei viele tausend Menschen starben. Da überlegte die deutsche Regierung, das war der Deutsche Bundestag, was man denn in einem solchen Fall in Deutschland machen solle. Man muss sich nur die Horrorvision vor Augen halten. Ein Terrorist kapert ein Flugzeug und lenkt nun dieses Flugzeug in ein Atomkraftwerk oder ähnliches. Das ist eine absolute Horrorvorstellung. Und es wurde, soweit ich informiert bin, es wurde dann geregelt, dass der Staat berechtigt ist, dieses Flugzeug, sagen wir mit 100 Passagieren, abzuschießen, wenn die dringende Gefahr besteht, dass dieses Flugzeug, gekapert von Terroristen, einen Schaden anrichtet, der über diese 100 Menschen zahlenmäßig hinausgeht, zum Beispiel eben durch Jagen dieses Flugzeugs in einen Wolkenkratzer, wo mit ziemlicher Sicherheit eben Tausende von Menschen oder Hunderte von Menschen sterben werden. Was wurde dann später entschieden? Es wurde dieses Gesetz vorgelegt dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe und das Bundesverfassungsgericht sagte, nein, dieses Gesetz ist verfassungswidrig. Es ist unter dem Regime der deutschen Verfassung verboten, eine Zählung anzustellen zwischen geopferten Personen, Bürgern und geretteten Bürgern. Also die 100 Bürger, die im Flugzeug sitzen und sozusagen vom Staat getötet werden, diese 100 Bürger dürfen nicht zahlenmäßig einfach aufgerechnet werden mit den 1000 Bürgern, die ich vielleicht oder höchstwahrscheinlich rette, wenn ich das Flugzeug abschieße. Und das ist ein Beispiel für die Frage, kommt es auf den Erfolg einer Handlung an, wenn ich diese Handlung bewerte, oder auf die innere Gesinnung? Und dort ist eben Grundsatz, zumindest vom Bundesverfassungsgericht mal aufgestellt, dass ich nicht anfangen kann, einfach, wie soll ich sagen, die Leichen gegen die Geretteten numerisch, also zahlenmäßig einfach aufzurechnen. Also der Erfolg, 1000 gerettete Leute, wiegt nicht auf die 100 geopferten Leute. Und insofern kann hier gesagt werden, in diesem Fall hat die Gesinnungsethik über die Verantwortungsethik den Sieg davon getragen. Jetzt ist es natürlich tatsächlich so, im täglichen Leben stellt man sich die Frage, diese 1000 Leute, die nicht gerettet wurden, das ist doch ein unendliches Leid für diese 1000 Leute und ihre Angehörigkeiten. Demgegenüber stehen eben diese 100 Geretteten und diese dann numerisch eben geringere Anzahl von Angehörigen, die gerettet wurden. Kann man denn nicht dann doch irgendwie abwägen? Und da steht eben auch ein Prinzip, das ausfließt auch ein bisschen oder Hintergrund hat in dieser Verantwortungsethik und Gesinnungsethik-Frage, nämlich, dass ein Staat und auch die Bürger untereinander einen anderen Menschen nie zu einem Mittel benutzen dürfen, einfach nur numerische Kalkulationen, Berechnungen vornehmen und nie den Menschen zu einem Objekt machen dürfen, einer eigenen Entscheidung, einer eigenen Handlung. Der Mensch als solcher ist ein Wert an sich, der nicht zur Disposition, zur Verfügung steht, indem ich einfach rechnerische Verfahren anstelle. Und dieser Grundsatz, da werden wir auch noch später mal drauf kommen, dieser Grundsatz, den hat aufgestellt Immanuel Kant, ein alter Philosoph, und der hat eben gesagt, der Mensch darf nie zum Objekt von Entscheidung werden, er muss immer im Mittelpunkt
der Entscheidung stehen und der einzelne Mensch ist zu wertvoll, um ihn rein rechnerischen Operationen zu unterziehen, wie eben 1000 Menschen sind mehr wert als 100 Menschen. Und so gesehen geht Max Weber mit seiner Unterscheidung zwischen Verantwortungs- und Gesinnungsethik zurück, letztlich auch ein bisschen auf Immanuel Kant, einen großen deutschen Philosophen. Und von daher ist also diese Erfindung von Max Weber nun nicht aus dem nicht auf seinem eigenen Mist nur grundsätzlich gewachsen, sondern natürlich hat er, kann er sich berufen auf Vorgänger, hat sich Gedanken angeeignet von Vorgängern und darunter zählt sicherlich auch eben Immanuel Kant, der sich mit solchen Problemen als Philosoph in Königsberg beschäftigt hat. Nun zurück zu Max Weber, was hat er nun gesagt? Was braucht eigentlich ein Politiker, um erfolgreich Politik zu machen? Er braucht, sagt Max Weber, Leidenschaft, aber sachliche Leidenschaft. Er braucht Verantwortung im Interesse der Sache und Augenmaß als Abstand von den Dingen und von den Menschen. Also eine gewisse Zurückgezogenheit, eine nüchterne Betrachtung der verschiedenen Probleme, die sich in einem Staat stellen und die er als Politiker zu lösen hat. Er muss eine gewisse, wie soll ich sagen, innere Festigkeit haben, sich nicht ablenken lassen von oberflächlichen, vielleicht tagesaktuellen Umständen, die auftreten. Er muss Verantwortung übernehmen und es darf ihm auch nicht alles egal sein. Er muss Leidenschaft haben, er muss im Kern auch Grundprinzipien haben, die er nicht bereit ist aufzugeben für andere vielleicht aus seiner Sicht weniger hochragende Prinzipien. Also Leidenschaft, Verantwortung und Augenmaß im Sinne eines gewissen Abstands von den Dingen, die er zu entscheiden hat. Weber fasst es im Grunde genommen in einem schönen Satz zusammen. Politik wird im Kopf gemacht, aber eben nicht nur, bedeutet, das Herz spielt eben eine Rolle. Nun sagt Weber, ein Politiker, der ein guter Politiker ist, ist eben eine Mischung aus beidem, aus Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. Die neuere Forschung oder die neueren Aussagen zu Max Weber sind eigentlich, dass er sagt, ein Politiker braucht einen Kern an Auffassungen, einen Kern an nicht verhandelbaren Prinzipien. Außerhalb oder oberhalb dieses Kerns muss er aber bereit sein, Kompromisse einzugehen und Koalitionen zu bilden und auch ein Stück weit auf bestimmte eigene Anliegen zu verzichten, um andere Anliegen durchzubringen. Aber es muss ein Kern vorhanden sein, der nicht zur Disposition von Kompromissen steht. Was hilft das jetzt uns nun weiter? Im Grunde genommen hilft es uns nicht viel weiter, denn wir sind alle täglich vor die Frage gestellt, beharre ich auf meinen Prinzipien, beharre ich auf dem, was ich für gut und richtig finde, oder aber gehe ich einen Kompromiss ein, verzichte ich auf manche meiner Positionen, aber insgesamt glaube ich dadurch mehr zu erreichen, als wenn ich mich außerhalb des Systems stelle und auf meinen Prinzipien beharre. Jeder ist jeden Tag vor diese Frage gestellt und jeder entscheidet auch nach diesen beiden Prinzipien in der Regel unbewusst. Manchmal aber ist man wirklich vor existenzielle Fragen gestellt, wo man wirklich, wirklich schwere Entscheidungen treffen muss. Und da hier sozusagen die Feststellung von Max Weber heißt, man muss eine Mischung aus Gesinnungsethik und Verantwortungsethik haben, hilft das natürlich in der konkreten Entscheidungssituation nicht viel weiter. Aber wenn wir uns in solchen Entscheidungssituationen befinden, wo wir entweder Kompromisse eingehen oder auf unseren Prinzipien beharren, dann hilft es auf alle Fälle beim Nachdenken, wenn wir dafür Begriffe haben. Wenn wir also uns in unserer,
wie soll ich sagen, moralischen Zwickmühle daran erinnern können, dass, ach, darüber hat schon jemand nachgedacht und jemand hat dafür die beiden Begriffe Gesinnungsethik und Verantwortungsethik getroffen. Und was ich hier jetzt mache, ist genau eine Entscheidung zwischen beiden Prinzipien, ob ich jetzt bei dieser Frage dem einen Prinzip oder dem anderen Prinzip folge, dann ist schon sehr viel erreicht, weil das erleichtert mir das Nachdenken über die Entscheidungen, die anstehen. Und ich bin nicht mehr so diffus im Kopf, nicht mehr so verwirrt, sondern ich kann zumindest mal über diese Begriffsbildung einen klaren Gedanken fassen und klar entscheiden. Nun zurück zum konkreten Fall. Eingangs hatte ich ja gesagt, FDP hat gesagt, wir hätten zu viel über Bord werfen müssen von unseren Prinzipien, wenn wir in die Regierung eingetreten wären. Deshalb sind wir nicht in die Regierung eingetreten. Nun bleibt es an jedermann zu beurteilen, ob diese Entscheidung im Sinne der Gesinnungsethik richtig war, ob die Kerne, auf die die FDP hätte verzichten müssen, in einer großen Koalition so wichtig, so wertvoll waren, dass es rechtfertigt, auf den Erfolg, sprich die Durchsetzung anderer Anliegen der FDP, zu verzichten und draußen zu bleiben. Die Entscheidung muss jeder selber treffen, aber wir haben jedenfalls heute gelernt, dass es dafür zwei Begriffe gibt, Gesinnungsethik und Verantwortungsethik, und dass diese Begriffe geprägt hat Max Weber. Max Weber, vielleicht das noch am Schluss, hat dann die Gesellschaft für Soziologie gegründet. Die Gesellschaft für Soziologie wurde ab dem Jahre, jetzt muss ich hier gerade mal nachschauen, 1909, und die besteht bis heute, ist eine Vereinigung von Denkern, von Professoren, von Interessierten, die das Thema der Soziologie verfolgen. Und zwar wird Soziologie verstanden als Wissenschaft zur Erforschung der Voraussetzungen, Abläufe und Folgen des Zusammenlebens von Menschen. Und Max Weber wird im Grunde genommen bezeichnet als Vater der deutschen Soziologie. Der Begriff ist ein bisschen sehr weit gefasst. Also die Voraussetzungen, Abläufe und Folgen des Zusammenlebens von Menschen, so habe ich es aus Wikipedia mir abgeschrieben, ist natürlich unendlich weit. Dazu gehört die Wirtschaft, dazu gehört das Recht, dazu gehört Traditionen, wie wir miteinander umgehen, dazu gehört Moralvorstellung. Also sehr weit gefasst, aber immerhin auch hier Soziologie als Wissenschaft der Voraussetzungen, Abläufe und Folgen des Zusammenlebens von Menschen ist von Max Weber maßgeblich mit gegründet worden, und Max Weber gilt somit als Begründer der deutschen Soziologie. Wir werden im weiteren Verlauf uns sehr oft mit Soziologen beschäftigen, weil die setzen sich hin und denken darüber nach, was hält eigentlich unser Zusammenleben so am Laufen oder welche Probleme entstehen bei unserem Zusammenleben. Es ist natürlich ein tägliches Wunder, dass es überhaupt funktioniert, was hier alles funktioniert. Dass morgens die Müllabfuhr kommt, dass die Busse fahren, dass Bürgermeister gewählt werden, dass wir eine Außenpolitik haben, dass Schulen mit Lehrern besetzt sind, dass wir eine Armee haben. Also es ist im Grunde genommen ein sehr großes Wunder, wie das alles hier funktioniert. Und die Soziologie beschäftigt sich eben mit den Grundprinzipien dieses Funktionierens. So viel heute dazu, zur Soziologie, zu Max Weber und zur Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. Und das war's heute mit der Rubrik Herzensbildung. Vielen Dank, bis dann. Tschüss, Freunde.